Es ist eine Klausel, die viele Anleger gar nicht so häufig auf dem Schirm haben, aber bei vielen Unternehmensanleihen hat der Emittent das Recht, die Schuldverschreibung vorzeitig zu kündigen. Welche Folgen ergeben sich eigentlich hieraus für den Privatanleger? Genau das möchte ich heute wissen von Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanz Consulting AG und gebe die Frage direkt weiter. Welche Folgen ergeben sich eigentlich hieraus für den Privatanleger? Naja, für den Privatanleger in aller Regel eher unangenehme, weil wann wird das Unternehmen die Anleihe kündigen? In der Regel ja nur dann, wenn es sich zum aktuellen Zinsniveau günstiger refinanzieren kann, als ursprünglich der Coupon der Anleihe der Emittierten gewesen ist. Wir haben ja den aktuellen Fall, dass Conti derzeit dieses prüft. Die haben Anleihen begeben, noch mit Coupons von 8,5%. Da gab es zwei Gründe dafür, das hohe Zinsniveau und das relativ schlechte Rating zum Zeitpunkt der Emission. Wenn der Anleger jetzt sozusagen die kündigt bekommt, die Anleihe, entgeht ihm natürlich der hohe Zinscoupon. Dafür kann er auf der anderen Seite einen gewissen Kursgewinn in der Regel dann verbuchen. Doch wovon hängt eigentlich eine Kündigung von Seiten des Emittenten ab? Das sind zwei Faktoren eben. Also wie gesagt, zum einen das Zinsniveau. Wenn das Zinsniveau deutlich gesunken ist im Vergleich zum Emissionszeitpunkt, kann sich das Unternehmen günstiger refinanzieren, dann werden sie tatsächlich das Kündigungsrecht wahrnehmen. Und der zweite Aspekt ist natürlich auch die individuelle Entwicklung des Unternehmens. Wenn sich also das Rating verbessert hat, wirkt sich das eben auf den Spread, auf die Risikokosten, die das Unternehmen zu bezahlen hat, am Markt ebenfalls aus. Und wenn die Verbesserung hier eingetreten ist, kann es sich ebenfalls günstiger refinanzieren und wird die Anleihe tendenziell kündigen. Gibt es von Seiten des Privatanlegers eine Möglichkeit, die genauen Bedingungen im Vorfeld einzusehen? Ja, eigentlich zwei Möglichkeiten. Also zum einen auf der Unternehmenswebsite, wobei das keine Garantie ist, weil die Unternehmen nicht verpflichtet sind, dort die Informationen zu hinterlegen. Viele machen das, nicht alle tun das, teilweise aus rechtlichen Gründen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich immer der Blick in den Emissionsprospekt. Das sind die dicken Bücher, in die man in der Regel als Privatanleger nur sehr ungern reinschaut, hunderte Seiten stark. Aber da sind die Bedingungen genau hinterlegt. Und wenn er auf der Unternehmenswebsite nicht bereitgestellt ist, kann man das direkt beim Unternehmen anfordern als Anleger. Zu guter Letzt müssen wir natürlich noch einen aktuellen Ausblick wagen. Jetzt tritt der Fall ein, mein Emittent kündigt die Anleihe. Wo sehen Sie derzeit Chancen zur Wiederanlage des Geldes? Na, in dem Beispiel der Conti-Anleihe, die ich gerade genannt habe, mit 8,5% wird es derzeit kaum möglich sein, Unternehmensanleihen zumindest vorhin mit einem akzeptablen Rating zu finden. Insofern stellt sich tatsächlich die Frage, was mache ich dann? 2% für gut geratete Corporate Bonds im Moment halte ich persönlich für kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Insofern muss man hier sich sicherlich Gedanken machen. Unsere Empfehlung derzeit eher nach qualitativ hochwertigen Aktien Ausschau zu halten. Die bieten oftmals eine Dividendenrendite von 4% oder noch mehr. Und wenn das qualitativ gute Aktien sind, ist auch das Kursrisiko nach unten begrenzt und man hat eine deutlich bessere Rendite als mit Anleihen derzeit. Dr. Mirko Hecker von der Wolf & Hecker Finanz Consulting AG, vielen Dank für das Gespräch.